Moin moin, liebe HSV-Fans und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wer ist? Ich stelle euch mal wieder einen HSV-Spieler etwas genauer vor, zeige euch seine einzelnen Stationen, was er alles erreicht hat und wie er zum HSV gekommen ist. Und heute an der Reihe ist Sonny Kittel. Bevor das Video losgeht, möchte ich mich nochmal für den aktuellen Support bedanken. Der ist echt heftig. Ich freue mich sehr, dass die Videos gut ankommen bei euch. Und ich habe jetzt auch Instagram. Da poste ich ab und zu mal ein paar Quizzes, aber auch Previews auf die Videos. Also falls ihr folgen wollt, könnt ihr das gerne tun. Und ja, ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank für den Support und los geht's. Sonny Kittel wurde am 6. Januar 1993 in Gießen, also in Hessen, geboren. Er ist 1,79 Meter groß, Mittelfeldspieler und hat polnische Wurzeln. Seine Karriere begann in der Kinder- und Jugendzeit bei seinem Heimatstadtverein, dem VfB Gießen. Den nächsten Schritt machte er dann bei Eintracht Frankfurt. 1999 wechselte er in die Mainmetropole und war dort bis 2016 unter Vertrag. Zunächst spielte Kittel in der Junioren-Bundesliga und krönte diese Zeit sogar mit der Meisterschaft im Jahr 2010. Nebenbei durchlief er sämtliche Junioren-Nationalmannschaften des DFB-Teams seit der U16 und ab dann ging seine Karriere eigentlich immer steiler nach oben. Und der damalige Trainer der Eintracht, Michael Skippe, beförderte ihn in der Spielzeit 2010-2011 in die Profimannschaft. Seinen ersten Einsatz für die Profis bestritt der damals 17-Jährige im DFB-Pokal gegen den SV Wilhelmshaven am 13. August 2013. Und sein erstes Bundesligaspiel, man glaubt es kaum, das absolvierte er gegen seinen heutigen Arbeitgeber, den HSV, am 28. August 2013. Er hat dabei unter anderem gegen Ruud van Nistelrooy gespielt und musste sich damals aber mit 1:3 mit seinen Frankfurtern geschlagen geben. Kleiner Sidefact für alle HSV-Fans, unsere Tore schossen damals Joris Matthijssen, Ruud van Nistelrooy und Paolo Guerrero. Ja, in seiner Debütsaison lief es auch ganz gut. Als 17-Jähriger wurde er 8-mal eingesetzt, davon 2-mal in der Startelf. Allerdings passierte dann im April 2011 eine sehr unschöne Sache, und zwar riss sich Sonny Kittel das Kreuzband und fiel ein halbes Jahr lang aus. Das war der erste Schicksalsschlag in seiner Karriere und das in einem sehr, sehr jungen Alter. Und trotzdem gab es für ihn 2011 einen Lichtblick. Für seine außergewöhnlichen Leistungen in diesem jungen Alter wurde er mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet. Das ist im Fußball ein sehr hoch angesehener Nachwuchspreis, den er sich da sichern konnte, und ja, das sprach absolut für seine Leistungen in diesem jungen Alter. Sein erstes Profitor schoss Kittel dann im Februar 2012 im Derby gegen den FSV Frankfurt. Ich denke, es gibt eigentlich keinen besseren Moment, um sein erstes Profitor zu schießen, als im Stadtderby. Und ja, Sonny Kittel war wieder zurück, die Eintracht stieg auf und Kittel konnte auch in der Bundesliga 2012-2013 einige Spiele absolvieren, bis ihn dann erneut das Verletzungspech traf und er rund 6 Monate wieder ausfiel. Auch danach in den nachfolgenden Jahren verletzte sich Kittel noch 2-mal schwer am Knie und verpasste wirklich unzählige Spiele. Er war ja immer noch ein sehr junger Spieler eigentlich, kaum 20 Jahre geworden. Ja, und trotzdem wurde er vom Verletzungspech verfolgt. Nachdem er dann Mitte 2016 wieder gesund war, machte er einen Neuanfang beim FC Ingolstadt, wo ihm am 5. April 2017 dann auch sein erstes Bundesligator gelang. Man muss sagen, in Ingolstadt hat Kittel wirklich unglaubliche Werte erzielt. In 99 Spielen für die Ingolstädter erzielte er 23 Tore und bereitete weitere 22 vor. Ich finde, das ist für einen Mittelfeldspieler schon eine Hausnummer. Allerdings war es dann so, dass mit dem Abstieg in die dritte Liga von Ingolstadt dann auch sein Vertrag an Gültigkeit verlor. Ja, und der Rest der Geschichte, der dürfte uns als HSV-Fans natürlich allen bekannt sein. Und zwar wechselte er zur Saison 2019-2020 zu unserem HSV. Und man muss sagen, er ist der Top-Neuzugang schlechthin. Also unglaublich, wie er sich eingelebt hat. Stand jetzt bestritt er 26 Spiele, traf 12 Mal und gab 3 Assists. Das sind unglaublich gute Werte. Ja, und ich bin sehr froh, dass sein Vertrag bis 2023 läuft. Und ich wünsche ihm wirklich, dass er verletzungsfrei bleibt, dass er weiterhin diese
ja, wirklich guten Leistungen zeigen kann. Und ich denke, wir haben da echt einen super Spieler verpflichtet. Und jetzt, liebe Freunde, seid auch ihr wieder an der Reihe. Und zwar schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr so von Kittel haltet. Findet ihr genauso wie ich, dass er ein absoluter Top-Neuzugang ist? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt es einfach mal rein. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und würde mich sehr über ein Like auf dem Video und ein Abonnement freuen. Bis dahin, bleibt gesund. Wir sehen uns, Leute.